Und dann rufe ich jetzt auf die Tagesordnungspunkte 4a und 4b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Qualität in der Kindertagesbetreuung verbindlich und dauerhaft sicherstellen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin Dr. Franziska Giffey. Ja, meine Damen und Herren, das ist insofern ein bisschen überraschend, als dass der erste Programmpunkt hier zunächst nicht aufgerufen wird, sondern dann gleich das gute Kita-Gesetz. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, heute ist ein guter Tag für die Kitas und die Kindertagespflege in Deutschland. Wir haben einen Meilenstein, den wir auf den Weg bringen nach vierjähriger Vorbereitung, Planung, vielen Gesprächen mit Praktikern, mit den Ländern, den Kommunen und Verbänden und Trägern können wir mit dem Gute-Kita-Gesetz in das parlamentarische Verfahren eintreten. Morgen geht es im Bundesrat weiter. Und es ist eines der größten Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislatur. Mit dem Gesetz engagiert sich der Bund erstmals für die Qualität in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege in einem bisher nie dagewesenen Umfang. Wir werden bis 2022 in den nächsten vier Jahren 5,5 Milliarden Euro für gute und faire Bildungschancen für alle Kinder in Deutschland ausgeben. Das Gute-Kita-Gesetz hat zwei große Bereiche. Es geht um mehr Qualität und es geht um weniger Gebühren. Es geht darum, dass wir dafür arbeiten, dass es jedes Kind in Deutschland packt, egal ob im wohlbehüteten Wohlstandsnest geboren oder eben auch mit viel, viel Unterstützungsbedarf. Zugleich ist das Gute-Kita-Gesetz mein erstes Gesetz, das ich auf den Weg bringe. Das Thema liegt mir am Herzen und wir wollen gerne, dass wir Kindertageseinrichtungen, Kitas in Deutschland als Bildungseinrichtungen verstehen, als Orte, die gemeinsam mit den Eltern daran arbeiten, dass Kinder sich gut entwickeln können, dass Bildungserfolg gelingt. Denn anders als in vielen anderen Ländern hängt in Deutschland immer noch der Bildungserfolg stärker vom Elternhaus ab als anderswo. Und deshalb heißt es, dass wir eben noch nicht eine Situation haben, in der alle Kinder die gleichen Chancen haben. Wir wollen gerne, dass in den ersten Lebensjahren eines jeden Kindes die Weichen gut gestellt werden, gemeinsam mit den Familien, gemeinsam mit den Eltern, mit guter Qualität in der Kindertagesbetreuung und auch mit Zugang für alle zu früher Bildung. Das Gute-Kita-Gesetz ist das Ergebnis eines vierjährigen Arbeitsprozesses. Es ist das Ergebnis von Menschen, die sich auseinandergesetzt haben damit, was Qualität eigentlich bedeutet, was Qualitätsziele bedeuten und wie wir dazu beitragen können, das, was die Länder und Kommunen sowieso schon tun, mit unserer Kraft von Seiten des Bundes zu unterstützen. Und deshalb wollen wir auch nicht die Länder aus ihrer Verantwortung entlassen, sondern wir wollen zusätzlich Geld geben. Das, was wir von Bundesseite tun, ist zusätzlich und soll die Länder unterstützen bei ihren Bemühungen um mehr Qualität in der frühen Bildung. Und es geht eben nicht darum, dass wir die Einheitslösung für alle schaffen, sondern es geht darum, dass wir Flexibilität bieten, dass Länder entsprechend ihrer Bedarfe die Dinge tun können, die sie für richtig halten, gemeinsam natürlich mit uns auch abgestimmt mit dem, was in den letzten Jahren erarbeitet wurde. Und das Gesetz ist so gestrickt, dass es funktioniert wie ein Instrumentenkasten. Es wird 10 Bausteine für Qualität geben, von der bedarfsgerechten Betreuung über gute Sprachqualität, über gutes Essen, über die Frage, wie ist eigentlich der Personalschlüssel aufgestellt, über die Frage, welches Personal arbeitet dort, wie qualifiziert ist es und auch, wie ist die Vielfalt der pädagogischen Angebote. Es geht darum, dass die Länder mit diesem Gesetz aus einem Instrumentenkasten auswählen können, was für sie die wichtigen Punkte sind, um tatsächlich dem Bedarf im jeweiligen Land zu entsprechen. Und das mag für das eine Land der Fachkraft-Kindschlüssel sein. Es mag für ein anderes Land die längeren Öffnungszeiten sein.
Wir haben immer noch Orte, an denen Sie gesagt bekommen, bitte holen Sie Ihr Kind um 12 Uhr von der Kita ab, bitte vor dem Mittagessen. Und das ist schwierig für Eltern, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir diejenigen, die in den Kitas arbeiten, stärken, dass wir Kita-Leitungen entlasten, dass wir Personal ausbauen, gut qualifizieren. Und all das wird möglich sein. Und wir wollen, dass das Geld dort ankommt, wo es hingehört. Das heißt, ja. Wir wollen, dass wir in allen 16 Bundesländern tatsächlich eine Situation haben, in denen sich die Länder auf den Weg machen, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Qualität zu sichern. Und deshalb werden wir mit allen 16 Bundesländern auch Verträge darüber schließen, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden. Und wir verstehen hier die Qualität als ein wichtiges Feld, aber genauso auch die Entlastung der Eltern bei den Gebühren als großen Teil auch von Qualität. Denn es ist ganz klar, die beste Kita nützt nichts, wenn zu Hause das Geld dafür fehlt. Wenn die Mutter, die als Teilzeitjob arbeitet, nicht sich leisten kann, die Gebühren für ihre beiden Kita-Kinder aufzubringen, die Gebühren zu bezahlen und deshalb sagt, ich kann es mir nicht leisten, mein Kind in die Kita zu schicken. Das kann nicht sein. Und deshalb sagen wir, gute Kitas dürfen eben kein Privileg sein. Sie müssen allen Kindern in Deutschland offen stehen. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir die Qualität als die eine Seite der Medaille verstehen und die Entlastung von Eltern bei den Gebühren als die andere. Wir sehen vor, dass die Eltern, die Familien, die Unterstützung vom Staat bekommen, mit dem Wohngeld, mit Sozialleistungen, mit dem Kinderzuschlag, dass sie nicht in die rechte Tasche die Unterstützung bekommen und von der linken Tasche die Gebühren in mehreren hundert Euro wieder rausgezogen bekommen. Das macht keinen Sinn. Und deshalb wollen wir, dass geringverdienende Familien in Deutschland überall von den Gebühren befreit werden und dass wir für alle anderen eine soziale Staffelung der Gebühren vorsehen, damit sich eben nicht die Frage stellt, ob Menschen es sich leisten können, ihr Kind in die Kita zu geben. Und wir wollen, meine Damen und Herren, ganz klar sagen, es gibt einen Dreiklang, wenn wir über gute Kindertagesbetreuung in Deutschland reden. Und dieser Dreiklang, der besteht aus den drei Dingen: Qualität, Kapazität und Personal. Die Qualität gehen wir mit dem Gute-Kita-Gesetz an. Aber natürlich ist es auch eine Frage, haben wir genügend Plätze? Das ist eine Frage, die ganz, ganz viele Eltern überall in Deutschland stellen. Deshalb ist es richtig, dass wir parallel zum Gute-Kita-Gesetz mit dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes für den Kita-Platzausbau weiter investieren. Im nächsten Jahr über 300 Millionen Euro. Und wir werden in den nächsten Jahren in dieser Legislatur 100.000 zusätzliche Plätze vom Bund nochmal fördern mit dem Sonderinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung. Kita-Plätze schaffen mit Bundesmitteln zusätzlich zu dem, was die Länder machen. Das ist eine wichtige Antwort auf die Frage der Kapazität. Und ich will das vielleicht auch noch mal ergänzend sagen, wir schaffen nicht nur in den nächsten Jahren 100.000 zusätzliche Plätze. Wir haben in den letzten 10 Jahren, und da können Sie sich auch auf die Schulter klopfen, wir haben in den letzten 10 Jahren über 400.000 zusätzliche Plätze mit der Unterstützung des Bundes in ganz Deutschland geschaffen. Und ich will ein Letztes sagen, das Thema Fachkräfte. Wir haben ganz klar, natürlich immer die Diskussionen darüber, wenn ihr denn mehr Qualität wollt, dann muss es auch jemand machen. Ja, und deshalb wird all das nicht gehen, wenn wir nicht auch in die Fachkräfte investieren, wenn wir nicht auch sagen, wir müssen etwas tun, um Erzieherinnen und Erzieher gewinnen, halten und mit Praxisanleitung unterstützen zu können. Und deshalb wird es auch möglich sein, im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes etwas dafür zu tun. Aber wir werden von Bundesseite, von Seiten des Bundesfamilienministeriums im nächsten Jahr eine Fachkräfteoffensive für die Erzieherinnen und Erzieher starten, um diesen wichtigen Zukunftsberuf zu stärken und mehr Menschen dafür zu gewinnen.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir wollen mit dem Gute-Kita-Gesetz den Weg freimachen für eine stärkere Beteiligung des Bundes an der Kita-Qualität. Noch nie hat der Bund so viel dafür gegeben. Das ist eine Chance und das ist der richtige Weg. Und es ist eine nationale Zukunftsaufgabe, wenn wir uns fragen, ob wir es schaffen, unsere Kinder so gut zu unterstützen, dass sie ihren Weg machen können, ohne von sozialen Transferleistungen abhängig zu sein, sondern es schaffen, das zu werden, was sie wirklich wollen. Und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb freue ich mich sehr auf die parlamentarischen Beratungen mit Ihnen, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und darum, dass wir überall im Land, in jedem Wahlkreis, in allen Kitas wirklich Verbesserungen erreichen, faire Bildungschancen, gerechte Bildungschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Möglichkeit, dass es wirklich jedes Kind in Deutschland packt. Vielen herzlichen Dank. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat hier nochmal die Eckdaten ihres Gute-Kita-Gesetzes vorgestellt und verteidigt. Sie sagt, sowohl Qualität wie der Abbau von Qualitätssteigerung wie der Abbau von Beiträgen, beides ist mit diesem Gesetz möglich. Nächster Redner kommt von der AfD, Martin Reichert. Er ist Obmann im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein Satz von Rosa Luxemburg, der immer gerne zitiert wird, wenn es Linken darum geht, ihre eigenen Freiheiten durchzusetzen. Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung gibt es in Deutschland nicht. Und darum geht es auch im Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung, das kurz und etwas infantil Gute-Kita-Gesetz genannt wird. Freiheit für Andersdenkende wird den Frauen in Deutschland im Jahr 2018 gerade im Bereich der Kindererziehung verwehrt. Linke, SPD, Grüne und leider mittlerweile auch die CDU bestimmen darüber, wie Frauen ihr Leben zu gestalten haben. Nicht umsonst hat Alice Schwarzer einmal sinngemäß gesagt, Frauenquoten wurden von Politikerinnen gemacht, nicht von Frauenrechtlerinnen. Frauen, die sich heute dafür entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, gelten als konservativ und nicht emanzipiert. Sie entsprechen nicht dem Weltbild von Pseudofeministinnen und Quotenfrauen und leider auch von großen Teilen dieses Parlaments. Wir als AfD begrüßen die Bemühungen von Frau Giffey, die Qualität in den Kitas zu verbessern. Die AfD begrüßt auch die Beitragsbefreiung für Familien mit geringem Einkommen, die im Gesetz festgeschrieben wird. Die AfD begrüßt, dass Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag Anrecht auf einen freien Kita-Platz bekommen. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, ein Wahlrecht haben, dass sie ihre Kinder zu Hause erziehen können oder, wenn sie es möchten, sie in eine Kita geben. Wer darüber entscheidet, wo Kinder am besten betreut werden, das regelt unser Grundgesetz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Dieses im Grundgesetz festgeschriebene Recht wird den Eltern in Deutschland genommen. Erziehungsarbeit wird weder geachtet noch honoriert, und das muss hier festgestellt werden, und da besteht dringender Handlungsbedarf. Realitätsferne Politiker sprechen im Umfeld solcher Dinge immer gern von Karriere, von Selbstverwirklichung, von Gleichberechtigung. Wenn Mütter sich aus wirtschaftlicher Not für Lohnarbeit entscheiden müssen und gegen die Betreuung der eigenen Kinder. In der Realität ist dieser Karrierebegriff davon geprägt, dass man den dritten Job annehmen muss. In der Realität bedeutet diese Gleichberechtigung, dass man das gleiche Recht hat, in prekären Arbeitsverhältnissen zu leben und zu arbeiten wie Männer. In der Realität erkennt man diesen Selbstverwirklichungsbegriff als das, was er ist, als eine linke Propagandaphrase und Wunschvorstellung. Und wenn Sie mal irgendwann mit armen Menschen, mit Menschen, die von Armut bedroht sind und mit Alleinerziehenden reden würden, dann würden die Ihnen genau das bestätigen, meine Damen und Herren. Die AfD setzt sich für das Recht von Frauen, Männern und Eltern ein, wählen zu dürfen, wer ihre Kinder betreut.
Die AfD setzt sich damit für die Freiheit von Frauen, Männern und Eltern ein und damit ganz klar gegen eine Diskriminierung. Die AfD setzt sich für gute Betreuung von Kindern im Allgemeinen ein und nicht nur für gute Kitas. Bis 2025 fehlen 300.000 Erzieher, meine Damen und Herren. Alleine um den Betreuungsschlüssel in den Ländern auszugleichen, fehlen über 100.000 Erzieher in Vollzeit, die pro Jahr 4,9 Milliarden Euro kosten würden. Die derzeit bereitgestellten 5,5 Milliarden für die nächsten 4 Jahre dürften also nach aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen. Sie machen aus unseren Kitas eben keine guten Kitas, genauso wenig wie das Familienentlastungsgesetz die Familien wirklich entlastet hat. Und leider ist es so, genauso wenig wie ein Sandkuchen eben aus Sand besteht, meine Damen und Herren. Das Grundgesetz räumt Eltern das Recht ein, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Dieser Staat hat die Eltern dieses Rechts beraubt. Die AfD kämpft für die Wahlfreiheit von Eltern. Die AfD kämpft für die gute Betreuung von Kindern. Und das ist ein lohnender Kampf, den wir hier führen, denn er ist ein Ringen um unser aller Zukunft. Und daran, hoffe ich, werden wir uns alle beteiligen. Vielen Dank. Martin Reichert von der AfD bemängelt, dass das Wahlrecht für Eltern nicht gegeben ist. Eltern, die ihr Kind zu Hause erziehen wollen, kriegen nicht die gleiche Förderung wie Eltern, die ihre Kinder in eine Kita geben. Nadine Schön, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union. Kolleginnen und Kollegen, diese Legislaturperiode steht im Zeichen der Familien. Wir haben gerade letzte Woche die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag auf den Weg gebracht. Seit 4 Wochen ist das Portal freigeschaltet, mit dem man sich das Baukindergeld beantragen kann. Und heute bringen wir das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg. Worum geht es? Eltern wollen, dass ihre Kinder, wenn sie in die Krippe oder auch in den Kindergarten gehen, gut betreut sind. Und ein Satz gegenüber der AfD, ich glaube, die Rede spricht für sich, da brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. Es gibt keine Vorschreiberei. Alle Eltern können in Deutschland selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in eine Betreuung geben, in eine Krippe geben, ob sie sie mit 1 in eine Krippe geben, mit 2, mit 3, mit 4 oder mit 5 Jahren. Das steht allen Eltern frei. Und deshalb ist Ihre Rede, dass wir da irgendwas gängeln oder vorschreiben. Ich glaube, die Eltern in Deutschland wissen ganz gut, was sie von der Politik erwarten und wie sie ihr Leben selbst gestalten und brauchen da auch gar keine Hinweise von politischen Parteien. Unser politisches Ziel muss doch sein, dass die Kinder, die im Kindergarten sind und gerade im Kindergarten, gerade in den letzten Jahren vor der Einschulung, sind fast alle Kinder im Kindergarten, dass sie dort auch gut betreut werden. Und wenn ich als Mutter morgens meinem Kind den Abschiedskuss gebe, dann will ich auch, dass mein Kind dort gut betreut ist, liebevoll betreut ist, dass es Erzieherinnen gibt, die Zeit haben für das Kind, für das einzelne Kind, für die Förderung, für gesunde Ernährung, für Bewegung, Zeit zum Lachen, zum Trösten, all das, was eben auch Kinder brauchen. Und wir wissen, dass Erzieherinnen und Erzieher einen tollen Job leisten, um Eltern und eben den Kindern genau das zu ermöglichen. Wir wissen aber auch, wie oft es fehlt, dass 2 Erzieherinnen oft für 25 Kinder zuständig sind oder Erzieher. Wir wissen, dass oft zu wenig Zeit da ist für extra, um rauszugehen, um auch ein spezielles Förderangebot zu machen für die Kinder, die es nicht so leicht haben. Und das wollen wir ändern und dabei unterstützen wir in den nächsten Jahren Länder und Kommunen von Bundesseite mit 5,5 Milliarden, das sind 5.500 Millionen Euro. Uns als Union sind dabei 3 Punkte wichtig. Erster Punkt, Wahlfreiheit, Vielfalt und Subsidiarität. Der zweite Punkt, es muss ein Plus sein. Und der dritte Punkt, wo gute Kita draufsteht, muss auch gute Kita drin sein. Der erste Punkt, Wahlfreiheit, Vielfalt und Subsidiarität. Jedes Land ist anders. Und wir wissen, wir haben in den 16 Ländern und dann auch in den Kommunen ganz unterschiedliche Situationen. Die einen haben
ziemlich geringe Personalschlüssel, andere haben Probleme, Erziehernachwuchs zu finden, wieder andere würden gerne in den Einrichtungen mehr für Kinderschutz tun, andere haben immens hohe Elternbeiträge. Und es muss möglich sein, dass die Länder das Geld, was wir als Bund geben, dort investieren, wo es am nötigsten ist. Das heißt, es wird mit jedem einzelnen Land eine individuelle Vereinbarung geben und jedes Land kann seine eigenen Schwerpunkte setzen. Und das ist richtig. Ich sage aber auch, die Vielfalt, die wir bei der Qualität wollen, muss es auch beim Thema Beiträge geben. Und deshalb kann ich es nachvollziehen, dass Länder Kritik daran äußern, dass der Bund ihnen nun vorschreiben will, wie sie die Gebühren zu staffeln haben. Als Union sind wir der Meinung, dass es auch in Ländern und Kommunen sehr verantwortungsvolle Politiker gibt. Und wir trauen jedem Land und jeder Kommune zu, dass es hier gute und sozialverträgliche Modelle findet. Und deshalb gilt auch hier, Subsidiarität ist ein wichtiger Grundsatz unserer Politik. Was die kleine Ebene regeln kann, braucht die große nicht zu regeln. Und deshalb trauen wir Ländern und Kommunen zu, dass sie die Gebühren staffeln, so wie es für ihre Situation am richtigsten ist. Vielfalt statt Vorschreiberei. Die Länder entscheiden selbst, wie sie das Geld einsetzen. Der zweite Punkt. Die Gelder müssen einen Mehrwert haben, ein echtes Plus sein. Und leider haben wir in der Vergangenheit viel zu oft erlebt, dass wir als Bund Geld geben und das irgendwo in den Länderhaushalten versickert und eben nicht dem Zweck, den wir intendiert haben, zugutekommt. Und das darf hier nicht passieren. Jeder Euro Bundesgeld, der in die Länder fließt, muss bei den Kindern ankommen. Jeder Euro muss dazu beitragen, dass die Qualität in den Kindertageseinrichtungen besser wird oder die Eltern entlastet werden. Und deshalb braucht es Transparenz. Die Länder müssen genau sagen, was sie mit den Bundesgeldern machen werden. Wir wollen einen echten Entwicklungsprozess erkennen, und darauf werden wir achten. Und deshalb ist es richtig, dass es Transparenz gibt, dass es ein Monitoring gibt und dass es regelmäßige Fortschrittsberichte der Länder gibt. Es ist richtig, dass vergleichbare Kriterien erarbeitet werden und die Länder anhand dieser Kriterien berichten, wie es ihre Fortschritte sind. Für die Union sage ich aber auch, wir dürfen da auch keinen Bürokratismus betreiben. Und die Länder haben in ihrer Stellungnahme ja kritisiert, dass sie es bezweifeln, ob wir wirklich 7 Millionen Euro noch mal für eine Servicestelle brauchen, plus den Personalaufwachs im Ministerium. Ich sage für die Union, das werden wir uns genau angucken. Wir wollen keinen Bürokratismus, aber wir wollen vergleichbare Kriterien. Wir wollen die Länder begleiten, unterstützen, aber wir wollen ihnen nichts überstülpen. Und deshalb so viel Geld wie möglich soll tatsächlich bei den Kindern ankommen, so wenig wie möglich in irgendwelche Strukturen versichern. Das versprechen wir, und darauf werden wir in den Gesetzesberatungen noch mal einen Schwerpunkt setzen. Und der dritte Punkt, da wo gute Kita draufsteht, muss auch gute Kita drin sein. Und wir sehen es ja in den unterschiedlichen Ländern, fangen die Diskussionen schon an, wo investieren wir denn dieses Geld? Und es soll Länder geben, die das ganze Geld in eine Gebührenbefreiung legen. Und ich sage, das kann jedes Land selbst entscheiden, aber auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten sage ich auch, es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmer-Ehepaar den Kindergarten für Oma hat, keinen Cent für die Betreuung seines Kindes zahlt, sich davon den nächsten Urlaub finanziert und auf der anderen Seite aber kein Geld da ist, um Kinder, die es nicht so gut haben, individuell zu fördern. Das kann in unseren Augen nicht sein. Wir sind der Meinung, in jedem der 16 Bundesländern tut es Not, dass auch Geld tatsächlich in die Qualitätsverbesserung fließt, in bessere Betreuungsschlüssel, in mehr Sprachförderung, in individuelle Förderung der einzelnen Kinder. Und deshalb werden wir sehr gut darauf achten, dass dort, wo gute Kita draufsteht, auch gute Kita drin ist, dass tatsächlich jedes Kind etwas davon hat, was in einer Betreuungseinrichtung oder auch bei Tageseltern, denn auch das umfasst das Gesetz, betreut wird. €5.500 Millionen für unsere Kinder. Als Union werden wir darauf achten, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Vorhaben jetzt gemeinsam angehen. Ich freue mich auf die Gesetzesberatungen. Und ich verspreche, wir werden uns Mühe geben, ein gutes, auch ein verfassungsmäßiges Gesetz auf den Weg zu bringen und dass das bei den Kindern ankommt. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank.
Nadine Schön hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die einzelnen Bundesländer sollen einen Vertrag mit dem Familienministerium schließen. Die Kontrolle soll durch eine Servicestelle erfolgen, die im Ministerium angesiedelt ist und offensichtlich 7 Millionen Euro umfassen soll. Viel Bürokratie wieder. Und außerdem sagen Kritiker, warum eigentlich im Familienministerium? Es sollte eine neutrale Stelle sein. Matthias Seestern, Pauli jetzt von der FDP. An Ihrem Gesetzentwurf ist der Name. Das Problem ist nur, er hält nicht das, was er verspricht. Hinter der hübschen Verpackung wartet in Wirklichkeit ein Wahlversprechen Refinanzierungsgesetz für die Länder. Von dem ursprünglichen Ziel, die Qualität im Sinne aller Kinder zu erhöhen, bleibt leider kaum etwas übrig. Und davon kann ich im Übrigen als Niedersachse ein Lied singen. Die niedersächsische Landes-GroKo macht gar keinen Hehl daraus, dass sie nur einen Bruchteil der Bundesmillion für die Qualitätssteigerung ausgeben will. Den Großteil benutzt der niedersächsische Kultusminister, im Übrigen ihr Parteigenosse, vielmehr dafür, um das teure Wahlversprechen der Beitragsfreiheit zu finanzieren. Wohlgemerkt, nicht eine sozial gestaffelte, sinnvolle Beitragsfreiheit für diejenigen, die sie brauchen, nein, die Beitragsfreiheit für alle. Es ist doch geradezu absurd, dass diejenigen, die es nicht brauchen, von der Beitragsfreiheit, von den Beiträgen befreit werden und dann nicht genug Geld da ist, um beispielsweise einen vernünftigen Betreuer-Kind-Schlüssel, um Sprachförderung oder eine angemessene Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher sicherstellen zu können. Dieses Gesetz ist kein gute Kita-Gesetz, sondern ein Fördergesetz für klamme Landeshaushalte. Sie gießen das Geld über die Bundesländer aus, ohne auch nur einen Hauch der Kontrolle darüber zu haben, wie das Geld ausgegeben wird. Ich möchte an dieser Stelle mal drei Beispiele benennen. Sie schreiben im Gesetzentwurf, dass Sie einen guten Fachkraft-Kind-Schlüssel wollen. Aber was ist denn eigentlich gut? 1:3, 1:5, 1:7? Sie bleiben eine Antwort schuldig. Sie wollen die Kita-Leitung stärken. Aber wie genau? Durch den Abbau von Bürokratie? Durch eine bessere Bezahlung? Sie bleiben eine Antwort schuldig. Sie wollen die Räumlichkeiten verbessern. Aber wodurch? Auch hier bleiben Sie eine Antwort schuldig. Mit dieser Schwammigkeit fordern Sie die Bundesländer ja geradezu dazu auf, die Mittel kreativ für alles Mögliche zu verwenden. Doch damit nicht genug, denn selbst wenn Sie einen sinnvollen Einsatz der Mittel im Sinne der Qualitätssteigerung zustande brächten, was passiert eigentlich über das Jahr 2022 hinaus, wenn die Mittel ausgeschöpft sind? Sind dann alle Kitas für immer gut? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist keine nachhaltige Politik. Und so gibt es auch keine Planungssicherheit. Nicht für die Eltern, nicht für die Fachkräfte und auch nicht für die Träger. Es ist völlig unklar, wie es nach dieser Anschubfinanzierung für die Kitas weitergehen soll. Und diese Baustelle sehen nicht nur wir als Freie Demokraten so, das sehen nahezu sämtliche Verbände so. Und selbst Ihr Koalitionspartner distanzierte sich schon mal vorsorglich von Ihrem Entwurf, bevor wir hier in die Debatte überhaupt eingestiegen sind. Ich bin gespannt, ob den vollmundigen Ankündigungen des Kollegen Weinbergs, tatsächlich was für die Qualitätssteigerung tun zu wollen, auch etwas folgt. Bin ich gespannt. Ich glaube aber, dass es Ihnen, Herr Kollege, vielmehr darum ging, sich rechtzeitig von diesem schwachen Gesetzentwurf zu distanzieren. Und ich finde es ja bezeichnend, dass ich an dieser Stelle nicht mal einen protestierenden Zwischenruf aus der Union erhalte. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich habe ja Verständnis dafür, dass die Koalition nach den endlosen Querelen der letzten Monate mal wieder mit etwas anderem in Verbindung gebracht werden will als Zank und Irrlichterei. Wenn es Ihnen aber um Qualitätssteigerung geht, dann sollten Sie auch einen verbindlichen Gesetzentwurf vorlegen, anstatt mit einer hübschen Verpackung Sachpolitik vorzugaukeln. Dieser Gesetzentwurf taugt dafür aber leider ganz und gar nicht. Ja, soweit Matthias Seestern, Pauli für die FDP. Er war der Kinder- und Jugendpolitische Sprecher seiner Fraktion. Er ist es natürlich noch. Und der nächste Redner ist in der gleichen Funktion für die Linke, Norbert Müller, der jetzt das Wort erhält. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Frau Giffey, ich habe vor ungefähr 5 Jahren morgens meinen Sohn in die Kita gebracht. Inzwischen geht er in die Schule, der Kleinere ist noch in der Kita. Und habe den Kollegen dort gesagt, heute sei ein guter Tag für Sie. Da haben wir in Brandenburg ein weiteres Mal den Betreuungsschlüssel verbessert. Und ich guckte in graue Gesichter und die Antwort der Kolleginnen und Kollegen da war, das war aber auch längst überfällig. Und ich muss ehrlich sagen,
da hatten Sie auch recht. Hätte ich heute früh kurz nach 7 den Kolleginnen der Kita gesagt, das ist ein guter Tag für Sie, dann hätten die mich vermutlich mit der Mistgabel vom Hof gejagt. Im Wahlkreis traf ich unlängst beim Infostand ein junges Paar mit Kinderwagen. Die erzählten mir, dass sie trotz intensiver Suche nach einem Kita-Platz keinen finden würden. Das Elterngeld sei eh schon viel zu knapp gewesen, aber jetzt müssten beide eben wieder arbeiten gehen, damit sie die hohe Miete bezahlen könnten. Die beiden waren ziemlich verzweifelt. Das war bei mir in Potsdam, aber es hätte auch in jeder beliebigen anderen deutschen Großstadt so stattfinden können. Und ja, der Rechtsanspruch war ein Erfolg, den wir vor 5 Jahren eingeführt haben. Aber seine Umsetzung ist die Geschichte von Eltern von über 300.000 Kindern, für die es trotz Bedarf und trotz Rechtsanspruch für heute keinen Kita-Platz gibt. Und das ist großer Mist. Und jetzt wird die Koalition wieder sagen, das wäre ja Aufgabe der Kommunen, der Länder, der Träger, und der Bund würde ja wahnsinnig viel leisten. Die Wahrheit ist, nein, so ist es eben nicht. Die Wahrheit ist, den Kita-Ausbau haben im Kern Länder, Kommunen und Eltern bezahlt. Die Investitionskosten und Betriebskostenzuschüsse des Bundes reichen nicht allein. Die sind nett, aber die reichen nicht allein. Der Kita-Ausbau stellt, ich sag dazu was, der Kita-Ausbau stellt Länder, Kommunen und Eltern eben vor teure Daueraufgaben. Und daran muss der Bund sich endlich angemessen beteiligen. Aber es stimmt auch, es waren noch nie so viele Kinder in Kitas und bei Tagesmüttern und Tagesvätern. Und der Ausbau wurde eben teilweise auch zulasten der Kita-Qualität gestemmt. Aber es gibt auch eine Bewegung zur Verbesserung von Kita-Qualität in nahezu allen Bundesländern. Allein mein Heimatland Brandenburg, da können Sie zuhören, Frau Ziegler, hat seit dem Regierungseintritt der Linken im Jahr 2009 die Mittel für Kita von einst 150 Millionen, da haben Sie noch Verantwortung in Brandenburg, getragen, auf heute 418 Millionen, nahezu verdreifacht. Und wofür wurde dieses Geld eingesetzt? Dieses Geld wurde eingesetzt für eine kontinuierliche Verkleinerung der Kita-Gruppen, und zwar jährlich. In das Programm Kiez-Kitas, war übrigens eine SPD-Erfindung, und in die Verbesserung der Leitungsfreistellung. Das haben übrigens die linken Finanzminister Helmut Markow und Christian Gürke erst möglich gemacht. Weil Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas zu Recht bessere Qualitätsstandards fordern, wurde vor Jahren die Idee eines Kita-Qualitätsgesetzes geboren. Und die Idee ist ganz einfach und bestechend. Der Bund setzt verbindliche Qualitätsstandards und finanziert diese eben auch entsprechend, weil wer bestellt, muss auch bezahlen. Heute gibt es völlig unterschiedliche Qualitätsstandards in den Ländern. Das ist schlecht und das versteht auch kein Mensch. Und deswegen brauchen wir endlich ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz. Neben Grünen und uns Linken hat das auch die SPD mal so gesehen. Sönke Rix nickt. Aber unter Frau Bundesministerin Schwesig wurde sich von bundesweiten Standards verabschiedet. Dafür gab die Bundesfamilienministerin vor gut einem Jahr das Versprechen, 5 Milliarden Euro jährlich an Bundesmitteln für Qualitätsverbesserungen aufzubringen. Außerdem wurden 5 Milliarden Euro für Beitragsfreiheit in Aussicht gestellt. Und jetzt legen Sie uns ein Gesetz vor, Frau Bundesministerin Giffey, in dem ohne verbindliche Konditionen insgesamt 5,5 Milliarden Euro für 4 Jahre an die Länder überwiesen werden sollen für Beitragsbefreiung und Qualitätsverbesserung. Nochmal, wir wollten ein Gesetz mit bundesweiten Standards und Geld vom Bund dafür. Sie haben 5 Milliarden Euro jährlich versprochen und einen Bausatz, wo sich jedes Land aussuchen kann, was es damit macht. Vorgelegt haben Sie aber heute ein Gesetz, wo es nur noch ein Viertel des Geldes gibt und das nach diesen 4 Jahren auch noch automatisch endet. Kein Mensch versteht, wie man das als Erfolg feiern kann. Das Einzige, was an diesem Gesetz immer besser wurde, ist der Titel. Der Kollege Sichtern-Pauli hat darauf hingewiesen. Aus Bundeskita-Qualitätsgesetz wurde Bundeskita-Qualitätsentwicklungsgesetz, wurde gute Kita-Gesetz. Und selbst die Kollegen der Koalition spotten ja, dass es wahrscheinlich bald bestes Kita-Gesetz heißen wird. Aber vielleicht ist dann auch weniger Geld am Ende drin. Wir finden, das geht so alles nicht. Das Mindeste, das drin sein muss, sind die versprochenen 5 Milliarden Euro jährlich im System. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, und zwar ohne Verfallsdatum. Und wir sagen als Linke, wir brauchen bundesweite Standards beim Betreuungsschlüssel. Wir brauchen verbindliche Regeln für Leitungsfreistellung, für Weiterbildung und Supervision in den Kitas. Ja, wir brauchen auch, das haben Sie angesprochen, einen Ganztagsanspruch, der einheitlich geregelt ist und nicht von Land zu Land sich am Ende anders definiert. Das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher muss aus... Herr Kollege Müller, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, von der AfD bitte nicht. Das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher muss aufgewertet werden. Also ehrlich gesagt, ich finde, dass die Rede von Herrn Reichert so schwach war, ich wüsste nicht, was Sie jetzt noch beizutragen hätten. Und wenn man das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher aufwerten will, dann geht das eben nur über bessere Löhne, denn wer mit Menschen arbeitet, der darf nicht weiter so mies bezahlt werden, wie das heute häufig die Realität ist.
Und nicht zuletzt, und das ist mir auch mal besonders wichtig, da reite ich auch darauf um, wir wollen ein qualitativ gutes Frühstück, Mittagessen und Vesper in jeder Einrichtung, für das die Eltern eben nicht noch extra bezahlen müssen. Und ich finde, all das muss drin sein. Ihr Gesetz erfüllt nichts davon. Es ist kein gutes Gesetz, es ist ein schlecht gemachtes Gesetz. Und die Frage der Elternbeitragsfreiheit, die müssen wir separat davon angehen, da sind wir uns ja einig, weil Kita eben frühkindliche Bildung ist und Bildung Eltern nichts extra kosten darf. Aber das gehört hier nicht in ein Qualitätsgesetz, sondern es muss eben anders geregelt werden im Extragesetz. So wie es jetzt ist, verschlimmern Sie den Flickenteppich. Mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz gibt es keine verbindlichen Standards, sondern eine weitere Ausdifferenzierung der Kita-Landschaft zwischen den Bundesländern. Dass Sie über das Gesetz auch noch regeln, dass für die Berechnung der Elternbeiträge das unsägliche Baukindergeld künftig als Haushaltseinkommen nicht angerechnet werden darf, das setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Frau Ministerin Giffey, ich fordere Sie auf, dieses schlechte Kita-Gesetz zurückzuziehen. Sagt Norbert Müller, der keine Zwischenfrage zuließ, deswegen jetzt eine Kurzintervention. Bemerkung dem Kollegen Frohnmeier, AfD, das Wort. Markus Frohnmeier von der AfD jetzt. Ja, Herr Müller, ich hatte mich gewundert und daran erinnert, dass ich mal über Sie gelesen habe. Sie haben sich 60 Mal in 2 Jahren unter anderem angeblich nach Berichterstattung der Welt nach Potsdam fahren lassen mit dem Fahrdienst des Deutschen Bundestages, unter anderem um angeblich Ihr Kind aus der Kita abzuholen. Ich will Sie fragen, wäre das dann Bestandteil Ihres Gesetzentwurfs? Herr Kollege Müller, Sie wollen nicht antworten. Dann erteile ich das Wort der Kollegin Annalena Baerbock, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, und Annalena Baerbock ist nicht nur die Parteivorsitzende der Bündnisgrünen, sondern sie ist auch Mitglied im Familienausschuss. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, jedes Kind in diesem Land, egal ob es Simon, Sonja oder Sevim heißt, hat eine gute Kita verdient. Und deswegen gehört Spitzenqualität eben auch an die Orte für die Kleinsten. Und deswegen setzen wir uns als Grüne so intensiv mit diesem Gesetz auseinander. Und ja, auch leider kommen wir zu dem Schluss, dass es nichts bringt, einfach nur den Namen zu ändern und zu sagen, heißt es Gute-Kita-Gesetz und damit ist alles gut, weil gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Und es tut mir wirklich leid, dass wir das feststellen müssen, weil wir haben alle seit Jahren hier in diesem Haus darum gerungen, endlich Spitzenqualität in Kitas zu bringen. Und ich glaube, es wäre fast besser gewesen, hätte man diesen alten technischen Titel auf dem Gesetz oben drauf behalten, Weiterentwicklung der Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen, weil dann hätte Qualität auch an oberster Stelle gestanden. Was Sie jetzt machen, Sie nehmen 10 Handlungsfelder, haben die auch noch mal erweitert, nehmen, wie Norbert Müller ja zu Recht gesagt hat, das gleiche Geld, obwohl sie jetzt mehr damit finanzieren wollen. Und die Qualität hat eben nicht mehr Priorität, wie das noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Und das ist unsere Kritik an diesem Gesetz. Und warum ist das unsere Kritik an diesem Gesetz? Weil wenn wir in Kitas schauen, dann macht es eben einen riesengroßen Unterschied, ob eine Erzieherin für 6 Zweijährige zuständig ist oder ob das 2 Erzieherinnen sind. Deswegen ist dieser Fachkraft-Kind-Schlüssel so essentiell für dieses Gesetz. Und deswegen ist es nicht gut, sondern richtig, richtig schlecht, Frau Ministerin, dass Sie den Fachkraft-Kind-Schlüssel eben nur in die Begründung reingeschrieben haben, wo Sie darauf verweisen, das müssten wir eigentlich machen, aber im Gesetz fehlt er, weil er nicht verbindlich ist. Und das ist ein schlechtes Gesetz, Frau Ministerin. Wir haben in allen Anhörungen seit Jahren in diesem Land, wissen wir, Fachkraft-Kind-Relation bedeutet, die Erzieherinnen müssen Zeit haben für eine Vor- und Nachbereitung. Erzieherinnen sind auch mal krank, so wie alle Mütter und Väter, wenn sie kleine Kinder haben. Dann ist man krank im Herbst und im Winter. Deswegen fallen Erzieherinnen aus. Deswegen muss das mit berücksichtigt werden. Die haben auch mal Urlaub. Und das führt am Ende dazu, dass wir einen verbindlichen Schlüssel bräuchten, der bedeutet, bei Einjährigen eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:2. Bei unter 3-Jährigen eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:3 oder 1:4. Und bei über 3-Jährigen von 1:9.
Und die Realität sieht in diesem Land in ganz, ganz vielen Kitas einfach komplett anders aus. Und deswegen müssen Sie da drinnen ran und nicht nur in der Begründung, sondern in den Hauptteil Ihres Gesetzes. Und zwar im Sinne aller, im Sinne der Kinder, der Eltern und der Erzieherinnen und Erzieher. Wenn man morgens selber sein Kind in die Kita bringt, dann weiß man doch, dass es einen Riesenunterschied macht, ob da 20 Kinder rumwirbeln und die Erzieherin kann noch nicht mal das eine Kind in Empfang nehmen. Das weint dann. Ein Abschied wäre ein ganz anderer, wenn die Erzieherin hinkommen kann, sagen kann, guten Morgen, schön, dass du da bist. Und das wollen die Erzieherinnen und Erzieher. Aber sie können es eben nicht, weil die Fachkräfte in diesem Bereich fehlen. Und das führt dann auch dazu, dass viele Eltern ihre Kinder nicht in die Kita bringen. Das DIW hat berechnet als Wirtschaftsinstitut, dass viele Familien eben nicht Vollzeit arbeiten, weil die Qualität in den Kitas nicht gut genug ist. Die setzen drauf, wenn ich mein Kind da 9 Stunden, und man muss es 9 Stunden hinbringen, wenn man Vollzeit arbeitet, man fährt ja morgens hin und abends wieder zurück vom Job, wenn ich mein Kind 9 Stunden hinbringe, weiß, dass aber nur in 5 Stunden eigentlich Vollzeit die Erzieherinnen und Erzieher da sind und in Randzeiten überhaupt nicht mehr, dann gehen die Leute in Teilzeit und das betrifft vor allen Dingen Frauen. Und deswegen ist dieses gute Kita-Qualitätsgesetz wäre auch so entscheidend für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Frau Ministerin. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass Sie Ihr Haus argumentiert hat, naja, wir können diesen Fachkraft-Kind-Schlüssel, wir können den nicht rechtsverbindlich festschreiben, weil uns fehlt ja das Personal. Das stimmt. Uns fehlen 300.000 Erzieherinnen und Erzieher. Aber gerade weil diese Erzieherinnen und Erzieher fehlen, müssten sie den Schlüssel festschreiben. Weil es ist doch in den Kitas genauso wie in der Pflege. Viele Menschen, die dort arbeiten wollen, die sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten. Unter diesen Bedingungen kann ich meinen Job nicht richtig gut machen. Deswegen, gerade um Fachkräfte zu gewinnen, müssen Sie dafür sorgen, dass Qualität in den Kitas besteht. Und das bedeutet ein verbindlicher Fachkraft-Kind-Relationsschlüssel in Ihrem Gesetz. Und ein anderes Gegenargument ist dann, man kann das gesetzlich nicht festschreiben. Und ich sage Ihnen, das ist falsch. Und bitte, bitte hören wir auf, immer wieder Gesetze zu machen, wo wir den Menschen was vormachen. Sie sagen, Sie wollen jetzt neue Fachkräfte gewinnen, indem Sie was an dem Gehalt der Erzieherinnen und Erzieher verbessern. Das haben Sie ja vorgeschlagen, dass das im nächsten Jahr dann kommt. An das Gehalt können Sie als Bundesgesetzgeber aber überhaupt nicht ran. Wo Sie ran können, ist an die Fachkraft-Kind-Relation, an die Qualität, nämlich über das SGB 8 in § 22a. Da schreibt das SGB nämlich Ihnen vor, dass der Bund auch für die Qualität in den Kitas zuständig ist. Deswegen drücken Sie sich nicht hier weg. Sie haben die Gesetzgebungskompetenz für Qualität in den Kitas zu sorgen. Und dann tun Sie das auch, und zwar rechtsverbindlich. Und einen letzten Punkt, zu gut gemeint ist nicht gut gemacht, möchte ich noch sagen mit Blick auf die Beitragsfreiheit. Wir halten es für essentiell, dass die soziale Staffelung endlich in alle Kitas kommt und das nicht abhängig ist, ob die Kommune, ob der Bürgermeister das auf der Priorität hat oder nicht. Wir halten es für essentiell, dass endlich auch dafür gesorgt wird, dass Kinder oder Familien, die den Kinderzuschlag bekommen, auch entsprechend mit herausgenommen werden bei der sozialen Staffelung. Aber was Sie jetzt machen, indem Sie sagen, man kann sich aussuchen, komplette Beitragsfreiheit, tragen Sie zu der Verschärfung der sozialen Spaltung in unserem Land bei. Weil wozu führt das denn? Wenn 2 Drittel der Eltern sagen, für uns ist essentiell, gute Kitas zu haben, das heißt für diejenigen, die vorher 100 Euro oder 200 Euro gezahlt haben, das jetzt nicht mehr tun müssen, weil sie die davon befreien, dann sagen sie, super, für die 200 Euro gehe ich jetzt in die Privatkita nebenan, wo der Schlüssel nämlich stimmt. Und die Eltern, die sich das nicht leisten können, die bleiben dann in den Kitas, wo eine Fachkraft auf 20 Kinder aufpasst. Und das ist sozial absolut ungerecht. Und deswegen, Sie können die Beitragsfreiheit erst machen, wenn der Schlüssel in allen Kitas stimmt. Und deswegen gehört das auch in die Gesetze mit den Ländern rein. Bedingung ist, dass der Fachkraft-Kind-Schlüssel stimmt, bevor man in Beitragsfreiheit reingehen kann. Frau Kollegin, und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, zu allerletzt noch. Wir hatten ja eine Vereinbarung mit den Ländern, und Sie wollen Gesetze mit den Ländern schließen.
Dann können Sie aber nicht die Finanzierung nur für 4 Jahre gestalten. Wie soll man denn neues Fachpersonal einstellen können, wenn man den Leuten sagt, fangt bei uns an, in 4 Jahren gibt der Bund aber kein Geld mehr dafür, dann sitzt er wieder auf der Straße. So funktioniert das Netz nicht. Wenn das Gesetz gut werden soll, dann müssen Sie nachbessern bei der Fachkraft-Kind-Relation, bei der Ausfinanzierung nicht nur für Jahre, sondern auf die Dauer dieses Gesetzes und bei dem Aufhören auszuspielen, die armen Kinder gegen reiche Kinder, weil so gestalten wir den sozialen Zusammenhalt in diesem Land nicht. Herzlichen Dank. Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende der Bündnisgrünen, hier mit einem klaren Plädoyer. Sönke Rix von der SPD ist der Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sieht das sicherlich ganz anders. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche mal auf ein paar Dinge einzugehen, die jetzt Bestandteil der Vorredner waren. Zunächst mal zur grundsätzlichen Frage, ob wir uns über Gesetzgebungsverfahren oder über Gesetze auf Bund in Klammern in Anführungsstrichen einmischen sollten, wie die Familien ihr Leben zu organisieren haben. Nein, wir wollen uns nicht damit darüber einmischen, wie die Familien ihr Leben organisieren wollen, aber wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, damit sie sich entscheiden können, für welchen Weg auch immer. Und dazu gehört natürlich auch gute Qualität in Kindertagesstätten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist keine Bevormundung, ganz im Gegenteil, sondern das erleichtert den Entscheidungsweg der Eltern. Und dazu wollen wir mit diesem Gesetz auch ein Stück beitragen. Das Zweite ist, es wird in der Diskussion aufgeworfen, Qualität und Teilhabe, also Beitragssenkung oder Beitragsabschaffung, wird hier gegeneinander ausgespielt. Ich glaube, dass wir das nicht tun sollten. Wir sollten selbstbewusst sein und sagen, wir wollen beides. Wir wollen die Qualität steigern und wir wollen auch den Zugang zu Kitas für alle Familien möglich machen, egal mit welchem Einkommen und egal in welcher Stellung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil ich will Ihnen eins sagen, die gleichen Argumente, die die Gegner von Beitragsfreiheit hier bringen, könnte man umgekehrt als Argumente dafür bringen, wieder Schulgebühren oder Hochschulgebühren einzuführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen diejenigen, die gut verdienen, natürlich daran mehr beteiligen, in Kita-Infrastruktur und Qualität ihren Beitrag zu leisten. Aber das wollen wir über Steuerpolitik machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch sagen, unsere Zielsetzung in diesem Gesetz und auch im Laufe des Verfahrens sind 3 Punkte. Einerseits, wir wollen das, was wir über dieses Gesetz, gute Kita, da haben wir Teilhabe und Qualität drin, als zusätzliches Mittel sehen. Zusätzlich zu dem, was die Länder wirklich vor Ort in vorbildlicher Art und Weise auch bis jetzt schon machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, der Linkspartei und der Grünen, ich wundere mich manchmal, wie Sie über Ihre von Ihren Parteien mitgetragenen Landesregierungen denken an dieser Stelle. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wie das geht. Ja, interessant, wenn Schleswig-Holstein tatsächlich ablehnen sollte, aber der Sozialminister von Schleswig-Holstein, Heiner Gaag, schon mit unserer Familienministerin über die ersten Punkte schon mal gesprochen hat, was man an den Stellen beitragen kann. Das Geld werden auch die FDP-regierten Länder mit Kusshand annehmen. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Und ich wundere mich auch tatsächlich, wenn wir hier auch darüber sprechen und Schuldzuweisungen machen. Ich glaube, dass die Länder wirklich in besserer Art, also viel besser Bescheid wissen darüber, was vor Ort tatsächlich an Bedürfnissen da ist. Und ich gehe auch wirklich davon aus, weil sie auch die originäre verfassungsmäßige Zuständigkeit dafür haben, dass die auch genau wissen, was auch politisch in den Ländern gewollt ist. Dieses Zutrauen habe ich sowohl zu den gewählten Landtagen als auch zu den gewählten Landesregierungen, dass sie sowohl in Qualität als auch in mehr Teilhabe investieren werden, liebe Kollegen. Herr Kollege Rix, der Kollege Müller, Fraktion Die Linke, würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Ja, der Kollege Birkwald weist darauf hin, Fraktion Die Linke, nicht Linkspartei, aber das sei geschenkt. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Kollege Rix. Ist es nicht so, dass die Länder in der Tat mit ungefähr 2 Milliarden Euro mehr im Jahr, der Bund gibt einige 100 Millionen, den Kita-Ausbau bezahlt haben, obendrein die Qualität verbessern? Das tun viele Länder, auch SPD-Regierte, oder Beitragsfreiheit anfangen, das tun auch viele Länder, auch SPD-Regierte. Und ein bisschen der Eindruck bei Landesfinanzministern besteht, zu sagen, also, ihr habt den Rechtsanspruch gemacht, bezahlen tun bisher eigentlich nur wir. Die Verbesserungen machen bisher auch nur wir. Und da freut man sich natürlich, dass die Mittel vom Bund kommen, um andere Sachen gegenzufinanzieren.
ist doch völlig klar, dass wenn jetzt hier ein Landesfinanzminister stehen würde, sagen würde, natürlich zu den Konditionen, Geld ohne Nachweis, einfach kriegen 5,5 Milliarden für 4 Jahre, das mache ich gern. Natürlich werden die das Geld nehmen. Natürlich werden sie da auch Zustimmung haben. Aber unsere Aufgabe wäre es doch, dafür zu sorgen, dass diese Mittel zusätzlich eingesetzt werden und nicht schon für bereits begonnene Maßnahmen, wie das im Gesetz geht. Unsere Aufgabe wäre es doch, sicherzustellen, dass deutlich mehr, nämlich wenigstens die einmal versprochenen 5 Milliarden, die auch schon nicht gereicht haben, pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Und unsere Aufgabe wäre es doch, weil man gleichwertige Lebensverhältnisse will, das will ja auch diese Koalition, dafür zu sorgen, jedenfalls sagen Sie das, ich komme zum Ende, dafür zu sorgen, dass es auch gleichwertige Kita-Bedingungen in allen Ländern gibt. Und dann ist doch völlig klar, 5,5 Milliarden in 4 Jahren werden dafür nicht reichen, auch wenn jeder Landesfinanzminister sagt, klar nehme ich das Geld. Auch ein interessantes Bild, was Sie von Landesfinanzministern haben an der Stelle. Aber ich will deutlich machen, erstens, wir finanzieren den Ausbau. Wir haben die Länder und Kommunen damit nicht alleine gelassen, sondern wir leisten unser Drittel als Beitrag dafür. Also ich will das nicht hier so stehen lassen, dass der Bund da nicht seiner Verantwortung gerecht wird. Das Zweite ist, natürlich wollen wir, dass es direkt ankommt und wir wollen es auch kontrollieren. Interessant war jetzt, dass eine Rednerin da gesagt hat, da ist viel zu viel Bürokratie im Monitoring, in der Kontrolle. Das kann ja alles so gar nicht sein. Nein, wir wollen genau diese Kontrolle, weil das Geld wirklich direkt vor Ort ankommen soll. Deshalb auch die Vertragsgestaltung, deshalb auch das Monitoring. Und wenn ein anderer, wenn Sie jetzt wiederum behaupten, dass es da nicht ankommt, dann glaube ich, liegen wir in der Mitte auf dem richtigen Weg, dass das Geld auch tatsächlich direkt ankommt. Und der letzte Satz zu Ihrer Frage. 5,5 Milliarden. Zusätzlich zu dem, was die Länder geben und zusätzlich zu dem, was wir sowieso in Infrastruktur auch weiterhin geben werden und in anderen Programmen geben werden. Das ist zusätzliches Geld. Ich glaube an dieser Stelle, es kann immer mehr sein. Das ist gar keine Frage. Wir würden uns alle viel mehr Geld für solche Zwecke wünschen. Aber dass wir überhaupt dieses Geld in die Hand nehmen, finde ich, ist eine großartige Leistung und einmal erstmalig in dieser Bundesrepublik. Und das ist auch zu würdigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann wollen wir natürlich auch, dass wir es langfristig auch zur Verfügung stellen. Wir sind froh, dass wir noch im Laufe der Endabstimmung in der Regierung auch noch hinbekommen haben, dass wir in der Zielsetzung des Gesetzes auch noch festgeschrieben haben, dass dieses nach den 5,5 Milliarden Euro bis 2022 nicht Schluss sein soll, sondern dass, wenn wir dieses Gesetz beschließen, uns als Ziel setzen, auch weiterhin eine Finanzierung für Qualität durch den Bund vorzunehmen. Das ist ein guter Schritt. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen schärfer formuliert, vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen deutlicher. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass es auf jeden Fall langfristig finanziert bleibt und natürlich auch Schritt für Schritt mehr werden kann. Letzter Satz zur Erzieheroffensive. Ich bin gelernter Erzieher und weiß ganz genau, sowohl wie es ist, wenn man sein Kind zur Kindertagesstätte bringt, als auch wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen und das Kind entgegenzunehmen. Und ich weiß, dass es im Moment in den Einrichtungen viel schlimmer ist als vor 13 Jahren, als ich da noch gearbeitet habe, weil es immer mehr Kinder sind, was wir ja auch wollen, was ja auch richtig sind, weil wir diesen Bedürfnissen nachkommen wollen, aber weil die Belastung auch größer wird. Und das nicht nur, weil die Anzahl der Kinder steigt, sondern weil die Herausforderungen steigen. Und deshalb ist es gut, dass wir zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um eine Fachkräfteoffensive auch zu starten, um zusätzlich Personal auch zu bekommen, um tatsächlich auch die Qualitätsbausteine, die wir hier entwickelt haben, auch umsetzen zu können. Und ich hoffe, dass wir da im Gesetzgebungsverfahren zum Haushalt auch die genügend Mittel dafür bereit erklären. Letzter Satz. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung und die Beratung zu diesem guten Gesetz und sage, nach Struckschem Vorbild aus einem guten Gesetz kann man auch immer noch ein besseres Gesetz machen. Dazu nutzen wir die parlamentarischen Beratungen herzlich gerne. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicole Höchst, AfD. Nicole Höchst ist Mitglied im Familienausschuss für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kollegen, hochverehrte Bürger. Der Ausbau und die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit geworden. Kitas sind vor allem auch für Alleinerziehende am Arbeitsmarkt eine entscheidende Hilfe und aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Aber sie darf eben auch nicht alternativlos sein. Liebe Frau Schön, Wahlfreiheit ist derzeit illusorisch. Abgesehen von Schichtarbeit und Auswärtstätigkeit sind viele Eltern aus finanziellen Gründen gezwungen, immer früher und immer länger ihre Kinder in Krippen und Kindergärten unterzubringen. Besonders trifft dies Menschen aus dem Niedriglohnsektor. Selbst erwerbslose Mütter und Väter werden gezwungen, ihre Kinder abzugeben, damit sie dem Arbeitsmarkt ungehindert zur Verfügung stehen können.
Geht es womöglich gar nicht um die Kinder? Geht es womöglich um die Befriedigung der Interessen der einflussreichen neoliberalen Profiteure in Konzernen und Finanzindustrie? Wie dem auch sei, unter der Prämisse dieser Zwangslage vieler Menschen begrüßen wir von der AfD den Gesetzesvorstoß der Bundesregierung. Allerdings kann dies unserer Meinung nach nur ein erster Schritt in Richtung eines Gesetzes sein, welches gute Betreuung ermöglicht. Für viele Kinder bieten Kitas große Chancen für die gezielte Förderung von Sprache, Miteinander, Kreativität, Bildung und Bewegung. Kinder aus bildungsfernen Schichten profitieren hier besonders. Gut ist auch, dass ein Qualitätsstandard für hochwertige, gesunde und ausgewogene Ernährung installiert werden soll. Aber wir wären nicht die AfD, wenn wir nicht auch designierte Schwachstellen ansprechen würden. Schauen wir also genauer hin. Ziel des Gesetzes ist es, unter anderem die Qualität der Kitas und Teilhabe weiterzuentwickeln. Bei Punkt 1 können wir insofern mitgehen, als dass auch wir an guter Qualität und an Teilhabe interessiert sind. Aber für unsere Kinder sollte die liebevolle Betreuung sowie die Ausstattung von Kitas in personeller wie sächlicher Hinsicht im Vordergrund stehen. Für unseren Staat steht aber anscheinend frühkindliche Bildung und Erziehung im Vordergrund. In § 2.10 möchte man zum Beispiel die Nutzung der Potenziale des Sozialraums und den Abbau geschlechtsspezifischer Stereotype fördern. Hier, meine Damen und Herren, werden staatlichen Zugriff auf Kinderseelen, ideologischer Indoktrination und Frühsexualisierung Tür und Tor geöffnet. Was genau man darunter versteht, kann man in der Broschüre Ene Mene Mu der Amadeo-Antonio-Stiftung nachlesen. Da ist von Schminkecken die Rede, in denen Betreuer Jungen die Nägel lackieren. Da ist die Rede von gegenseitiger Bespitzelung, übrigens auch der Eltern und derlei Ungeheuerlichkeiten mehr. Es bereitet zudem den Weg zu schädlichen Kita digital. Beides übrigens entweder im Auftrag oder mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie. Frau Giffey schrieb sogar eine Seite Geleitwort zur genannten Stasi-Kinderbroschüre. Wir als AfD fordern eine Entideologisierung von Kindertagesbetreuung und dieses Gesetzes. Unsere Kinder dürfen niemals von Gesetz wegen in Kitas zu klimahysterischen, vielfaltsfixierten, linksgrünen Knockout-Mäusen à la Kahane oder Digital-Zombies dressiert werden. Wir fordern die sozial gerechte Ausweitung des vorliegenden Gesetzes auf gute Betreuung. Gute Betreuung könnte dann vor allem auch durch Eltern, aber auch Großeltern, Tagesmütter etc. erfolgen. Eltern sollen entscheiden können dürfen, was gute Betreuung für ihre Kinder ist. Vielen Dank. Nicole Höchst war das für die AfD. Nächster Redner in der Debatte, Maike Beermann für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Familienausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ministerin hat heute mit dem Satz begonnen, heute ist ein guter Tag. Ja, das ist es wirklich. Ich möchte das aber etwas anders begründen. Ich finde, heute ist ein guter Tag, weil es endlich mal gelungen ist, dass ein wirklich wichtiges familienpolitisches Thema so hochgezogen wurde, dass es heute in der Kernzeit, sozusagen der Primetime dieses Parlaments, diskutiert wird. Und das ist wirklich ein toller und großer Erfolg auch für unsere Familien. Dann möchte ich auch noch ganz kurz auf die Einlassung von der Kollegin Baerbock eingehen. Frau Kollegin, Sie haben gesagt, dass der Fachkräfte-Kind-Schlüssel deutlicher hätte im Gesetz festgeschrieben werden müssen. Wir haben unter § 2, wenn Sie sich den Gesetzentwurf anschauen, geregelt, dass ein guter Fachkräfte-Kind-Schlüssel sichergestellt wird. Und diese Formulierung im Gesetz ist eben genau so gefasst worden, weil man sich mit den Ländern nicht auf eine klare Relation einigen konnte.
Und Sie wissen bestimmt besser als ich, dass in vielen Länderparlamenten eben auch die Grünen mitregieren. Das heißt, auch aufgrund der Grünen in den Ländern konnte man sich anscheinend nicht darauf verständigen, eine andere oder deutliche Relation festzuschreiben. Es ist dann nicht immer redlich, wenn man sich hier dann hinstellt und sozusagen das in Gänze schlecht redet, wenn man genau weiß, dass hier auch ein Verantwortungsbereich der Länder vorhanden ist. Sehr geehrte Frau Ministerin Giffey, Sie haben in Ihrer Rede von einem Gute-Kita-Gesetz gesprochen. Und ja, unser aller Ziel ist es auch, dass es ein Gute-Kita-Gesetz wird. Allerdings muss ich sagen, dass der Weg bis dahin wahrscheinlich auch noch etwas länger oder möglicherweise etwas steiniger werden könnte. Denn wir haben den Familien ja eins im Koalitionsvertrag versprochen, und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, nämlich eine bestmögliche Betreuung für ihre Kinder. Und bereits Helmut Kohl hat mal gesagt, ein Land mit Kindern ist ein Land mit Zukunft. Und damit hat er auch genau recht, weil Familien eben letztendlich auch dafür sorgen, dass in diesem Land auch Zukunftsfähigkeit gestaltet werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der von Frau Ministerin Giffey vorgelegte Gesetzentwurf will mit 5,5 Milliarden Euro bis 2022 sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität als auch eine Entlastung der Eltern bei den Gebühren fördern. Die Länder sollen dabei selbst entscheiden, wofür sie die Bundesmittel ausgeben. Das heißt auch, dass die Länder die Möglichkeit theoretisch haben, diese 5 Milliarden Euro an Bundesmitteln nach dem Gesetzentwurf auch vollständig in die Beitragsfreiheit stecken könnten. Ja, ich weiß, dass die Handlungsfelder 1 bis 4 im Gesetzentwurf zwar mit vorrangiger Bedeutung oder mit vorrangiger Priorität eingesetzt und eingestellt sind. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Länder das Geld zwingend auch letztendlich dafür einsetzen müssen. Und solange die Gebührenfreiheit als Maßnahme in der Vorschrift zur Qualitätsverbesserung geregelt ist, ist das eben auch so möglich, wie ich es gerade gesagt habe. Und da stellen sich mir eben die Fragen, wollen wir das Gesetz so ernsthaft auf den Weg bringen oder wollen wir ein Gesetz auf den Weg bringen, das klar für eine bessere Qualität in der Kindertagesbetreuung steht? Und ich verrate an dieser Stelle auch kein Geheimnis, wenn ich deutlich sage, dass die Union eine Beitragsfreiheit angesichts der prioritären Aufgaben, nämlich mehr Plätze und eine gute Qualität zu schaffen, derzeit ablehnt. Und ich sage auch ganz deutlich, derzeit ablehnt, weil wir haben es in unterschiedlichen Reden auch schon gehört. Wir haben eine Pflichtaufgabe, und diese Pflichtaufgabe aus meiner Sicht steht als erstes mit der Qualität an oberster Stelle. Und wenn wir diese Pflichtaufgabe bestanden haben, dann können wir uns aus meiner Sicht auch um die Kühe kümmern, nämlich dann um die Beitragsfreiheit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich weiß, Sie haben das Thema Beitragsfreiheit im Wahlkampf versprochen. Aber wollen wir ernsthaft die Stimmen der Expertinnen und Experten und vor allem auch die der Eltern ignorieren, die, wenn sie dann nach einer langen Suche nach auch einem Platz gefunden haben, sogar auch bereit sind, für eine gute Qualität auch sogar einen Beitrag zu leisten? Ich kann nur empfehlen, an dieser Stelle gegebenenfalls noch mal innezuhalten, Ihre Forderungen zu überdenken und ausschließlich gemeinsam mit uns ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das klar für eine bessere Qualität steht. Eine Beitragsfreiheit wie hier beispielsweise in Berlin bis zur Grundschule kann daher nur Zukunftsmusik sein und ist eben auch Aufgabe der Länder. Und wir müssen uns eben auch, lieber Sönke Rix, die Frage stellen, ob wir immer und immer wieder in unserem föderalen Staatssystem den Eingriff seitens des Bundes in die Hoheit der Länder wollen. Wenn wir das tatsächlich wollen, ich sage dann auch ganz ehrlich, dann müssen wir eben darüber nachdenken, ob wir das föderale System, so wie es jetzt besteht, verändern, weil wir können nicht immer nur diesen Weg gehen und sagen, der Bund übernimmt zusätzliche Aufgaben und die Länder freuen sich darüber, dass wir Geld geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie ein Baum fest in der Erde verwurzelt ist, fundiert auch jedes Gesetz, was wir im Deutschen Bundestag verabschieden, auf unserem deutschen Grundgesetz. Und soweit es irgendwelche verfassungsrechtliche Bedenken gibt bzw. geben sollten, werden wir diese klären und diese Bedenken auch ausräumen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Betreuungsgeld hat uns klare Vorgaben an die Hand gegeben, und diese sind von uns Parlamentariern auch einzuhalten und umzusetzen. Es wurde in mehreren Reden immer wieder eine langfristige Finanzierung durch den Bund über das Jahr 2022 hinaus angesprochen. Als Grund wurde insbesondere auch eine Planungssicherheit für die Länder in den Raum gestellt. Auch ich wurde in den letzten Wochen in meinem Wahlkreis im Schaumburger Land und im Landkreis Nienburg immer mal wieder von Kommunalpolitikern angesprochen, die darum gebeten haben, bei unseren Überlegungen auch zu bedenken, dass ein kurzfristiges Unterstützungsprogramm sich langfristig nicht zulasten der kommunalen Haushalte auswirken darf.
Und ja, ich kann diese Bedenken auch als Kreistagsabgeordneter gut nachvollziehen und werde mich dafür auch, das möchte ich an dieser Stelle betonen, stark machen. Denn wir müssen hier auch immer die Auswirkungen unserer Gesetze auf die kommunale Ebene im Blick haben. Sonst wird das schwierig und wir laufen immer Gefahr, uns Diskussionen auszustellen, die dann eben nicht unbedingt immer förderlich sind. Aber es gibt auch eine Erwartungshaltung an die Länder. Erstens erwarte ich, dass auch die Länder, deren ureigene Aufgabe die Sicherstellung der Qualität in der Kindertagesbetreuung ist, ihren Anteil erbringen werden. Und zweitens werden wir auch genau beobachten und hinsehen, ob die Gelder, die vom Bund auch wirklich dafür eingesetzt werden, wofür sie tatsächlich gedacht sind, nämlich für die Verbesserung der Qualität in die Kindertagesbetreuung, also für unsere Kinder. Wir werden parallel dafür sorgen, dass die Bundesprogramme, das hat die Ministerin auch angesprochen, wie die Sprachkitas, das Bundesprogramm Kita Plus, die eben auch maßgeblich und zielgerichtet für die Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung eingesetzt werden, fortgeführt und weiterentwickelt werden. Denn nur so gelingt es, auch das Beste für unsere Kinder rauszuholen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, erwarte ich in den kommenden Wochen spannende und gute parlamentarische Beratungen. Und wenn es uns dann sogar noch gelingt, aus einem Gute-Kita-Gesetz ein sehr gutes Kita-Gesetz zu machen, dann sind wir alle auf einem guten Weg. Vielen Dank. Sagt Mike Baerbaum, der ähnlich wie der Deutsche Städtetag argumentiert, eine finanzielle Unterstützung des Bundes für die Länder, für die Kitas und ist dringend geboten, auch noch über diese 4 Jahre hinaus. Vorletzte Rednerin hier zum Gute-Kita-Gesetz, die erste Lesung, Nicole Bauer von der FDP. Kollegen, sehr geehrte Bundesministerin, ich bin ein Freund von Zielen, aber sie müssen glaubwürdig und messbar sein. Und das, was Sie als Ziel des guten Kita-Gesetzes vorgaukeln, liebe Frau Giffey, ist weder das eine noch das andere. Im Gesetzesentwurf steht explizit, dass die Qualität in Kitas weiterentwickelt werden soll, dass die bestehenden Unterschiede zwischen den Ländern angeglichen werden sollen und das nachhaltig und dauerhaft geschehen soll. Wenn das die Zielsetzung ist, dann passt das nicht zu Ihrem Gesetz, Frau Giffey. Ihre Ziele sind nämlich nicht glaubwürdig. Und ich sage Ihnen auch, warum. Mit Beitragsfreiheit erreichen Sie keine Qualitätssteigerung. Wenn Ihre Ziele glaubwürdig wären, würden Sie das ausdrücklich klarstellen. Sie wissen doch, dass viele Eltern bereitwillig, ja sogar gerne eine gewisse Gebühr bezahlen, wenn sie im Gegenzug darauf vertrauen können, dass ihre Kinder bestens betreut und vor allem gefördert werden. Wenn die Ziele glaubwürdig wären, Frau Giffey, dann würden Sie, ja dann müssten Sie qualitative Standards, von denen Sie sprechen, definieren. Was heißt denn bundesweit gleichwertig? Zum Beispiel in Bezug auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel, auf Sprachkompetenzen, auf gesunde Ernährung. Nur dann können wir eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern herstellen. Und schließlich, wenn Sie die Ziele glaubwürdig wären, würden Sie auch die Anschlussfinanzierung klären. Länder, Kommunen, Kita-Träger, Eltern, Sie alle brauchen Verlässlichkeit, so auch die Erzieher, die wir wiederum so dringend benötigen, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern. So sind Ihre Ziele nicht glaubwürdig und vor allem nicht messbar. Statt einer Vogel-Strauß-Politik müssten Sie sich folgende Fragen stellen. Was bedeutet eine gute Kita für Sie? Woran messen Sie den Erfolg? Anhand welchen Kriterien und anhand welchen Kennzahlen? Wir haben die Bundesregierung gefragt. Sie kann es uns aktuell nicht sagen. Und gleichzeitig planen Sie, dass das Gesetz zum 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. Ein ambitioniertes Ziel, wie ich finde, mit den ganzen Schwachstellen und den großen Unbekannten darin. Und vor allem mit 16 Bundesländern, die unterschrieben haben müssen, um ehe das Gesetz tatsächlich in Kraft treten kann. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt, was die Beratungen im Bundesrat ergeben werden. Und ich bin froh, dass wir zeitnah eine Anhörung zum Gute-Kita-Gesetz haben werden, auf das es ein solches noch werde. Denn bisher ist es keines. Dankeschön.
Jetzt kommt die letzte Rednerin hier zum Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz, wie das hier im Deutschen Bundestag auch so schön heißt, ist Silke Launert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nicht nur reden, sondern auch handeln. Nicht nur Probleme benennen, sondern auch Lösungen finden und nicht nur kritisieren. Und es tut mir leid, genau das geht an die FDP, sondern auch Verantwortung übernehmen, damit man es gemeinsam gestalten kann. Das erwarten die Menschen zu Recht von uns. Und ja, ich gebe zu, in der Öffentlichkeit ist in den letzten Monaten so ein bisschen der Eindruck entstanden, wir würden nur uns mit uns selbst beschäftigen und nicht mit dem Thema. Das ist der Eindruck, der täuscht, der leider täuscht, weil es nicht das Gegenteil ist der Fall. Haben Sie alle geschlafen hier? Ein Beispiel, nur die Familienpolitik. Wir haben im März im Koalitionsvertrag ganz viele Maßnahmen vereinbart, ein großes Paket für Familien. Und 6 Monate später sind wir mitten in der Umsetzung mit Milliardenbeträgen, die ihresgleichen suchen. Ja, auch wenn es den Linken nicht gefällt, bei Ihnen fängt der Mensch erst ab als Mieter an. Mir wäre es wichtiger, dass übrigens sogar Alleinerziehende auch eine Chance haben, sich vielleicht eine Wohnung mal selbst leisten zu können. Das Baukindergeld hilft vielen, dann später auch noch im Alter. Wir haben mit diesem Baukindergeld, das wir in Bayern aufgestockt haben, das heißt für eine Familie, für eine Alleinerziehende mit 2 Kindern, 40.000 Euro. Das ist im ländlichen Raum ermöglicht, dass selbst einer Alleinerziehenden, ich vermutige gerade selbst Frauen dazu, das zu tun, eine Chance, sich mal was Eigenes aufzubauen und vielleicht die Miete sich im Rentenalter zu sparen. Wir haben in der letzten Woche das Familienent... Ich bin Alleinerziehende, alle meine Freundinnen sind Alleinerziehende, ich weiß, wovon ich rede. 40.000 kriegen Sie, kriegen teilweise für 80.000, 90.000 eine kleine Wohnung bei uns. Schade, dass die für Sie nicht zählen. Es zählt offensichtlich nur München. Also, gehen wir weiter. Wir haben in der letzten Woche das Familienentlastungsgesetz beraten. Eine weitere Riesenentlastung. Mitte nächsten Jahres für jedes Kind 10 Euro mehr Kindergeld, das wir noch mal toppen wollen. Auch das ist ein Schritt. 10 Milliarden Entlastung insgesamt ist auch nicht zu vernachlässigen. Und jetzt eine Woche später das nächste Paket. Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung heißt es, oder schlicht kurz, das Gute-Kita-Gesetz. Auch das ist ein weiteres Milliardenpaket. Es wurde schon oft gesagt, 5,5 Milliarden erstmals in dieser Größenordnung für die Steigerung der Qualität in den Einrichtungen. Ich denke, auch das zeigt ein weiteres Signal, dass uns die Familien wichtig sind. Nur kritisieren kann jeder, aber ein Milliardenpaket nach dem anderen innerhalb von 3 Monaten sollte man auch schon mal sehen. Eine gute Kita-Betreuung basiert auf mehreren Säulen. Die erste tragende Säule ist natürlich, dass überhaupt Angebot da ist. Deshalb haben wir den Rechtsanspruch geschaffen. Wir haben 400.000 Kinderbetreuungsplätze mitfinanziert vom Bund, obwohl ja eigentlich die Kommunen und Länder zuständig sind in den letzten 10 Jahren. Im letzten Jahr noch mal 1 Milliarde für weitere 100.000 Plätze. Mit diesem Paket gehen wir jetzt die Qualität an. Ja, es wird noch gestritten, wie genau es gestaltet werden soll. Aber wir haben natürlich eine Herausforderung, und das ist unser System, wo eigentlich die Länder für die Gestaltung zuständig sind. Und wenn ich ausgerechnet hier höre vom Herrn Müller, Brandenburg, ich sag mal, Fachkraft Kind Schlüssel für unter Dreijährige in Baden-Württemberg 3,1, bei uns 3,7 in Bayern, in Brandenburg bei 5,8, in Berlin bei 6. Also für die doppelte Anzahl von Kindern muss da eine Fachkraft da sein. Dass die sich bei Ihnen beschweren, ist völlig logisch. Man sieht an diesem Beispiel, wie unterschiedlich einfach die Rahmenbedingungen sind. Und Sie sagen es ja selbst, es sind unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und genau deshalb muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Unterschiedlichkeit in den Ländern. Wir wollen nicht alles überall gleich schreiben.
sondern wir wollen einen Schritt gehen in Richtung ähnlicher Verhältnisse. Ich sage nicht, dass das Gesetz perfekt ist, aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir es dauerhaft verstetigen können, wäre es noch besser. Alles immer schlecht zu machen, weil irgendwie eine Kleinigkeit einem nicht passt. Und dann wundern Sie sich, warum die Politikverdrossenheit so groß ist. Das ist auch nicht redlich. Es sind 5,5 Milliarden, die der Bund überhaupt nicht geben müsste, wo er was tun will und helfen will. Und ich finde, auch das sollte man mal respektieren. Hinzu kommen noch weitere zahlreiche Pakete. Wir haben in der letzten Periode Kita Plus angepackt für Randzeiten. Das wollen wir verlängern. Wir haben die Sprachkita angepackt. 70.000 zusätzliche, 7.000 zusätzliche Fachkraftstellen, 1 Milliarde. Auch dieses Programm wollen wir verlängern. Ein Bündel von Maßnahmen. Übrigens, Betriebskostenzuschuss zahlt der Bund in Höhe von 6,26 Milliarden seit 2009. Also, dass da nichts getan wurde, ist nicht ehrlich, nicht redlich. All das muss man zusammensehen. Und deshalb sage ich, lassen Sie uns auch dieses Gesetzespaket auf den Weg bringen. Wir können es ja noch verbessern. Oder anders ausgedrückt, lassen Sie uns nicht nur reden, nicht nur kritisieren, sondern danach handeln. Und wissen Sie, was ich mir wünschen würde? Ob wir auch über so ein wichtiges Paket so viel in den Medien hören, wie immer nur über irgendwelche Personaldiskussionen. Silke Lauringert war die letzte Rednerin in dieser Debatte. Das Gute-Kita-Gesetz wird jetzt in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen, dann in zweiter, dritter Lesung hier wieder im Deutschen Bundestag aufgerufen werden. Eine kleine Seitenbemerkung übrigens. Heute Morgen ist auch Volker Kauder, der abgewählte Fraktionschef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hier wieder im Saal erschienen. Nach einer Schockwoche hat er hier seine Arbeit wieder aufgenommen. Und er ist ja auch gewählter Abgeordneter in seinem Wahlkreis. Und wer Volker Kauder kennt, der weiß, dass ihn dieses persönliche Schicksal nicht aus der Bahn wirft, sondern er hier die Interessen für seinen Wahlkreis weiter wahrnehmen wird. So.